Wem eine landwirtschaftliche Ausbildung zu wenig und ein Agrarstudium zu theoretisch ist, der kann sich für den dualen Landwirtschaftsstudiengang an der Hochschule Weihenstephan-Driesdorf bewerben. Hier gehen Praxis und Theorie Hand in Hand und nach 7 Semestern haben die Absolventen beides, einen Gesellenbrief und einen Studienabschluss. Was die Ausbilder von ihren studierenden Azubis halten, hat Südplus-Redakteur Klaus Mayer Landwirt Johann Kügle aus Dasing gefragt. Johann, welche Erwartungen hast du an die Azubis? Ja, man ist ja jetzt die normalen Auszubildenden mit den 3 Lehrjahren gewöhnt und da muss ich also immer sagen, sie sind halt noch sehr, sehr jung, man muss ihnen sehr viel hinterherrennen. Und ich muss sagen, bei den dualen Studenten, die sind halt doch schon erwachsener, erfahrener, man kann ihnen mehr Aufgaben geben und ja, sie bringen halt schon ein bisschen Lebenserfahrung mit. Wie läuft das Programm für dich bis jetzt? Gut, wir haben jetzt mit Basti quasi auch so einen Prototypenlauf gehabt, weil da haben sie angehalten, ob ich einen nehme, dann sage ich ja, probieren wir aus. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden, weil sie sind halt komplett auf einem Betrieb da, man kann es super einarbeiten, man kann ihnen mehr Verantwortung geben und ja, ich nehme jederzeit wieder ein. Würdest du den dualen Studiengang jungen Leuten empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin es ja noch klassisch gewöhnt und habe es gemacht und dann meine Winterschule und meinen Meister. Und ich muss sagen, also ich gehe jetzt heute auch dual studieren.